Guten Tag, ich möchte mich Ihnen gerne vorstellen. Mein Name ist Dr. Thomas Weinsberg. Ich bin ärztlicher Leiter der psychosomatischen Tagesklinik in Seligenstadt-Froschhausen. Ich bin Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. In unserer Klinik haben wir derzeit 20 Behandlungsplätze und wir behandeln die, sage ich mal, gängigen psychosomatischen Krankheitsbilder in unserer Klinik, als da wären Depressionen, Angststörungen, Panikstörungen, Somatisierungsstörungen, also Erkrankungen, die sich körperlich äußern, für die es aber keinen wirklich nachweisbaren organischen Befund gibt. Dann natürlich chronische Schmerzstörungen, die sehr häufig vorkommen. Zwangsstörungen kommen vor. Suchterkrankungen im akuten Stadium können wir nicht behandeln, wenn die Menschen abstinent sind und wir dann sagen, mit ihnen gemeinsam mögliche Ursachen für die Suchterkrankung bearbeiten können, das können wir sehr wohl machen. Essstörungen, wenn sie ausgeprägt sind, nicht. Wenn sie Blande sind, kann es schon bei uns auch ein Platz sein. Und Persönlichkeitsstörungen. Das ist vielleicht noch ein großer Bereich, beispielhaft die Borderline-Störung, die wir auch bei uns behandeln können. Wir behandeln Erwachsene, das heißt also Patienten ab 18 und tatsächlich bis ins hohe Seniorenalter. Wir hatten jetzt gerade Patienten auch schon mit Mitte 80 und das ist oft ganz spannend, weil wir dann mehrere Generationen in den Therapiegruppen haben und die sich gegenseitig aus ihren jeweiligen Lebenserfahrungen berichten können und austauschen können und dort entsprechende Erfahrungen auch teilen können, was wir tatsächlich als sehr bereichernd empfunden haben. Wir haben ein multimodales Therapiekonzept, was besteht aus Einzeltherapien, überwiegend psychodynamisch. Das ist auch die Grundausrichtung unseres therapeutischen Ansatzes. Also psychodynamische Gruppen auch, das heißt also tiefenpsychologische Gruppen eigentlich. Dann machen wir auch Entspannungsverfahren und Kreativverfahren, Entspannungsverfahren, Achtsamkeit, progressive Muskelrelaxation, Imagination. Wir machen Bewegungstherapie, die erwähnten Kreativtherapien sind bei uns im Einzelnen Musiktherapie und Kunsttherapie, in denen oft in der Kombination von nonverbalen zu verbalen Verfahren dann nochmal ganz besondere Erkenntnisse auch und Erfahrungen für die Patienten möglich werden. Wir haben mit der Klinik eine Sonderstellung tatsächlich im Raum Offenbach. Wir bewegen uns zwischen Hanau, Offenbach, Darmstadt, Mainz, Aschaffenburg und Frankfurt und haben dort so eine Art Alleinstellung tatsächlich. Und das heißt, wir haben dort auch einen Versorgungsauftrag, und der auch durchaus wahrgenommen wird und von den gerade Hausärzten umgebenden Therapeuten, die unsere Einweiser sind, natürlich sehr willkommen aufgenommen worden ist. Die Patienten sind montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr bei uns und können darüber hinaus dann eben den Rest des Tages zu Hause verbringen, im häuslichen Umfeld oder eben auch das Wochenende. Das hat Vorteile, manchmal auch Nachteile natürlich, weil sozusagen dann das Alltägliche mit reinschwappt, aber für uns eher ein Vorteil, weil wir dann das Alltägliche auch mit bearbeiten können. Und es ist außerdem ein Privileg oder eine besondere Situation, eine Möglichkeit für Eltern mit Kindern. Wir haben gerade mehrere Patienten mit kleinen Kindern, die natürlich dann die Versorgung viel besser aufrechterhalten können in einem tagesklinischen Setting gegenüber einem vollstationären Setting.